Ja, Lockdown mal wieder und wir haben deswegen mal unseren Anti-Angst-Kurs wieder rausgebracht. Gibt es auf libysche.de. Soll einfach eine kleine Hilfe sein mit Wissenswerten rund um Angst. Wie kann man sie verstehen? Wie kann man sich Wirkungsweisen, wenn man sie verstanden hat, vielleicht anders einordnen? Ja, haben eine ganze Menge Leute erworben damals und konnten da scheinbar auch was mit anfangen. Also guckt da mal rein. Ist so, was ich dazu sagen kann, auf so einer ja, rein emotionalen Ebene sozusagen, habe ich da mal reingepackt. Jetzt geht es eigentlich, es geht es in so einem Kurs aber jetzt nicht um Corona, aber dieses kommen ja gerade bei allen Leuten ihre Ängste hoch. Es ist auch nicht nur krankheitsbezogene Ängste, finanzielle Ängste, Ängste, was passiert mit der Welt eigentlich? Also man merkt ja, dass wir alle im Umbruch sind und das ist auch so. Also meiner Ansicht nach sind wir im totalen Umbruch und ich hoffe, ich bin ja immer noch schwer überzeugt, dass da auch letztlich was Gutes bei rauskommen wird, in letzter Konsequenz. Aber es ist natürlich trotzdem bitter, vor allem für die Leute, die das dann haben. Ja, es ist natürlich nicht so schön. Ja, Krankheit insgesamt natürlich nicht schön ist, sage ich mal so. Wenn man schwer krank ist. Und ja, ich wünsche da wirklich jedem nur das Beste, der es hat. Und aber ja, ich glaube, wenn man es jetzt mal dieses Virusthema mal außen vor lässt, steht vielleicht schon an, dass sich die Welt neu strukturiert, neu ordnet. Und ja, da werden wir, glaube ich, noch viele Überraschungen sehen. Und da wird sich, glaube ich, aber auch letztlich vieles positiv bewegen, so auf so eine schräge Art. So. Ich glaube, ich habe auf meinem Privatkanal auch gerade schon gesagt in so einem Video, das ist gerade, ja, die Dualität, die springt ja überall an. Also man kann ja, was weiß ich, wenn man irgendwas sagt, ist vielleicht so ein bisschen viel mit dem Lockdown, springen gleich alle auf einen, die, nein, es ist so schlimm, es ist so schlimm, und guckt die Zahlen an. Und wenn man sagt, ja, es ist wirklich schlimm, dann kommen alle, nein, es ist Verschwörung, gibt es alles gar nicht, hat sich Mickey Mouse ausgedacht. Und ja, es ist echt schlimme Zeiten und ich glaube ja, dass es auch darum geht, dass wir so eine Einheit finden, ne? Dass es gibt, also das habe ich ja schon mal, also, ah nee, das habe ich gar nicht online gestellt. Also es ist nicht so, dass hier die Hälfte der guten Menschheit wird hier abgeholt irgendwie und weil die haben dann einen Preis gewonnen, weil sie gegen Corona waren oder was weiß ich und werden abgeholt auf, was weiß ich, auf den tollen Masterplaneten. Nee, wir sind hier alle zusammen. Wir sind hier alle zusammen drin und gehen da auch zusammen durch. Und jetzt immer wieder zu sagen, was wir auch schon im Beziehungsbereich haben, diese ganzen Täter-Opfer-Beziehungsgeschichte, das kriegen wir jetzt nochmal so richtig krass aufs Butterbrot geschmiert. Ne? Das ist so, wo sind die Täter, wo sind die Opfer und das sind die Täter, das sind die Opfer, nein, das sind die Täter, das sind die Opfer. Und das ist alles Dualität und bringt uns in letzter Konsequenz meiner Ansicht nach nicht weiter. Vielleicht muss man da jetzt nochmal durchgehen, aber es spaltet ja total. Es ist Spaltung, 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 Spaltung. Und also was ich so in den letzten Tagen echt nur so am Rande für Videos gesehen habe, also wirklich, da habe ich echt die Haare, ich hätte nicht für möglich gehalten, dass es in Deutschland solche Videos gibt. Also meiner Ansicht nach so voller Hass boah, also auch von Menschen, wo ich gedacht, das geht in meinen Kopf überhaupt nicht rein. Das geht da nicht rein. Wie kann man sowas machen? Und, aber gut, es ist wie es ist. Auch das sollte man einfach sehen und versuchen zu transformieren, weil letztlich geht es immer um die Liebe, also nicht nur um Beziehungen und so, dass wir in die Liebe kommen, auch als Kollektiv, auch als Menschen und ja, da läuft gerade scheinbar mal eine harte Lektion und egal, ich will da auch gar nicht mehr so viel zu sagen, aber meiner Ansicht nach geht es darum, nicht nur in Beziehungen, in die Liebe zu kommen, in Ausgleich zu kommen, in also Dualität zu überwinden und in der Gemeinschaftlichkeit wieder zu kommen, in der es natürlich auch eine Unterschiedlichkeit gibt, ne? Klar, aber naja, also ich will da gar nicht so viel zu sagen, ey, sonst, das ist ja echt.
hoch aufgeladenes Thema. Ich will jetzt auch nicht auf gar keinen Fall noch mehr irgendwo Salz in irgendeine Wunde schütten. Und ja, schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall mal wieder, ich glaube, jede Woche mal wieder ein Live gehen. Diese Woche jetzt wohl der Donnerstagabend sein. Schaut mal rein und da quatschen wir ein bisschen zusammen und gucken mal, was es so gibt. Und genau, freue mich drauf. Und wir werden es mal wiedersehen.